Zweikampfsofa. Wir spielen zusammen. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Wir spielen Diablo 3, Reaper of Soul. Was? Kein Mario Kart? Verdammt. So, heute mit T-Shirt des schlechten Geschmacks. Wir haben gerade bei dem Herrn guten Sultan Kulle, haben wir gerade seine komischen Schattendreh-Dingsbums hier. Schattendreh-Dingsbums? Oh, Gegner. Wir können echt gut erklären, ich habe alles. Ja, genau. Also, wir haben gerade ihn wieder ins Leben so halbwegs zurückgebracht. Wir sind zumindest dabei. Ich bin gefroren. Richtig gefroren. Warum machst du sowas? Geil! Kleine Ratte hier, ey. Ey, noch stehen. Der ist tough. Wieder gefroren. Ich bin tougher. Mann. Er ist tough, ich bin tougher. Ist das so ein Lack? Und wir müssen jetzt in den Terminus zurück, wo wir gleich den letzten Gang zu so einem komischen Drehdingensbummensten hier. Ja, aber nochmal hier kurz abklappern, ob wir noch schöne Kisten finden. Klappappern. Also ein Spiel ist ja doof, ne? Das mag ich ja gar nicht. War was? Meine Eimer des Todes. Ja, fallen mir auch sehr gut. Okay. Hier muss irgendwo der Ausgang sein. Aber das Drehdings macht mich echt irgendwie kirre. Ja, würde ich jetzt nicht zu Hause rumfliegen haben wollen. Ja, hier natürlich wieder. Natürlich. Ah, hier ist Gesocks. Ich bin weg. Ey, haut ab. Oh, wie die rumliegen hier, ey. Na, schaffst du's? Ja, tough die Burschen. Der bleibt einfach stehen, der war ja blöd. So, ich hab ein Portal, das ist. Ich folge. Ah, Moment. Ich komme. Wie heißt die Science-Fiction-Serie noch mit dem. Stargate. Stargate, genau. Gay, was? Stargate. Stargate. Das Gay Stargate. Stargate! Okay. Zum Stargate. Was die alles für Filme gibt. Ich. An der Wand lang, okay. Okay. Achtung. Uradrim haben all das getan, um meinen Körper fortzuschließen. Sie müssen sehr wütend auf mich gewesen sein. Überrascht euch das? Die wenigsten nehmen Verrat nicht ernst. Sie du kannst waren bei mir lesen. Ja, besonders ja. Fantasievoll. Die haben seinen Körper hackstückelt und irgendwo die Teile abgelegt. Wir müssen die jetzt wer finden. Wer macht denn sowas? Ich hoffe, sie hätten die aufgegessen. Die Hora drin. Dann müssten wir sie aufgegessen essen. Dann müssen wir die Scheiße durchspielen. War was? Hier krabbelt irgendwelche Sandwürmer rum. Im Land der Raketenwürmer, oder was ist das hier? Das wissen wir nicht. Truhe. Du musst am Rennen, ey. Was? Ich will die Truhe haben. Stopp, ich bin voll. Während ich am Rennen bin, bist du am Sammeln. Kannst du mal stehen bleiben? Ja, tu ich doch. Fast. So. Warum kann ich sehen, was das ist? Ist das gelb oder nicht? Das ist gelb. Das ist blau. Also lila. Also lila. Renn weiter. Kannst du mal stehen bleiben? Bitte. Bin ich hier richtig? Dann rennen wir noch weiter. Weiter. Zerplatze! Komm. Hier geht's wieder runter. Das ist ja so ein. Wie heißt das? Labyrinth. Da bist du, guten Tag. Ja, stehen geblieben, wo du weggelaufen bist. Aber macht er nichts. Oh, da fliegt einer. Ein grimmiger irgendwas. Ein grimmiges Gespenst. Ah. Die aber gegen meinen Eimer des Todes nichts entgegenzuhalten haben hier. Eimer des Todes. Bin begeistert. Den muss ich demnächst im realen Leben auch immer mit mir rumtragen. Rennst du mit so einem Wassereimer rum und wenn da einer kommt, dann gleich ins Gesicht das. Das glaube ich, schafft aber Respekt bei irgendwelchen Besprechungen und Meetings. Auf. Kommst du mal mit deinem Eimer rein und alle wissen schon, wenn sie was Falsches sagen, gibt's den voll übergekippt. Ich glaube, das macht echt Eindruck.
grün deinen Kotzkübel da. Wobei man ja sagen muss, hier so ein Vorschlaghammer, wie du ihn hast, macht in der Besprechung bestimmt auch Eindruck. Könnte passieren, ja. Oh, hier, das sieht aus, als würde es schneller gehen. Wieso? Du wolltest so bunt wird? Hey, der hat mich rangebeamt hier. Bleib stehen. Ach, komm, hau ab. Platze. Ja, der blinkt irgendwie, ja. Irgendwie ist das merkwürdig, ja. Hat die Elf auf mich hier? War das? Ja, aber konnten wir schon ein bisschen mehr ab, die Jungs hier. Kannibalisches was? Schild? Wenn sie ja ganz woanders sind, ne? Was ist denn das für ein kleiner Geil? Ich hab da tatsächlich irgendwas raufbeschworen. Guck mal, die Kleinen da. Da rennen noch so zwei kleine Eier rum. Siehst du das? Kleine Eier? Was siehst du das nicht? Mit dem Schwert da, ja. Das sind auch meine. Das ist die neue Fähigkeit, die ich hab. Wenn mein. Wo ist eigentlich dein komischer Panda? Deine Eier laufen hier hinten? Ja. Das hat Panda vergessen. Wie geil. Wir laufen ohne Panda. Der kann auch sein, dass er kaputt gegangen ist zwischendurch, aber dafür habe ich zwei Eier, die jetzt mitlaufen. Das ist die neue Fähigkeit. Das finde ich geil. Es werden immer mehr. Das sind jetzt drei Hunde, zwei Eier und ein Zombie hier. Geil. Guten Tag. Eine Truhe. Ich sehe eine Truhe. Ja. Das ist auch ein Weg. Hinter. Aber angeschaltet oder was gefunden haben wir ja auch nicht, ne? Nein, wir haben hier gar nichts gefunden. Wir laufen jetzt planlos durch die Dungeons. Ja, dann gucken wir doch einfach mal auf the map. Ja, wir können ja unten nochmal landen. Auf the map. Also, da scheint es nicht weiter zu gehen. Wir können nur noch da lang und dann ist das schon der Verbindungsgang wahrscheinlich zu oben. Ja, auf Mütze hier. Ich gucke auch gerade auf deine Map und kriege da rein. Ich krieg das irgendwie einfach. Lass mich den Eimer kippen hier. Abgelenkt. Ich bin die Putzfrau des Todes. Der Kotzgöbel der Verdammten. Ja, aber den Putzeimer des Todes dabei. Ja. Ach, ey, hier ist es. Also, Grafik, ey, also. Das ist ein Berg. Ja, ich arbeite dran. Ja. Halt. Warte, ich muss erst mich entledigen von irgendwelchen blöden Sachen. Von mir, du. Jetzt nehme ich deinen Scheiß auf. Du warst auch genau dort, wo die Sachen liegen. Ey, Macker. Das ist ja super, ey. Achtung. Quest beendet. Ihr vertraut mir nicht. Nö. Das kann ich verstehen. Kein Scheiß. Aber wir sind uns ähnlicher, als ihr wisst. Wir haben beide einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, ein Nephalem zu sein. Tut euch mit mir zusammen und wir können die Welt beherrschen. Ich habe ein Tagebuch. Ja, ich sehe das. Ich habe mich für meinen Teil schon genug mit euch zusammengetan. Ja, Kull verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, werde ich sie bekommen. Es ist ein bisschen ungünstig gemacht, dass man für Koop-Spieler tatsächlich nicht diese Tagebücher doppelt hört, ne? Ja, also, wenn der andere mal da hinten ist und wieder das Gelaber nicht von dem anderen. Ja, aber du musst das Buch jetzt noch irgendwo finden und selber nochmal anhören. Ja, das ist doch hohl. Genau. Also wir können jetzt in die Stadt zurück durchs Portal. Wir können jetzt ein zurück erstmal zu diesem Terminus, wo diese drei Türchen abgehen und das da machen. Was dir lieber? Ich müsste in die Stadt und ja, Scheiß von hier oder einen noch raus und dann in die Stadt. Von hier, komm. Ja, okay. Egal. War das nach rechts? Zurück, ja. Da kann ich auch gleich mal. Ich bin weg. So, jetzt aber. Ich hab mein Inventory noch voll gemacht. Dann fange ich jetzt einfach mal an mit Inventory. Ich komme ja gleich ran. Ja. So, also, ein Doofenhammer. Genau. Was hat das? Das hat das gleiche an Schaden, aber nichts mit Intelligenz. Das hilft mir irgendwie 30 nicht. 30 ja, aber das... 7 hast du... Vergiss es. Pro Treffer. Ich habe ein Zweihandschwert, keine Ahnung, brauchst du sowas? Mit Schaden und Vitalität, hat keine Stärke, tut mir leid. Da muss ich mal kurz reingucken, ob ich da was entwickeln könnte, aber...
Meine, diese Waffe habe ich jetzt seit wie lange? Welche Stufe 25 ist das? Ich bin jetzt Level 29, das ist schon ewig mehr. So, also das Ding ist 74, hat mächtig drüber. Mhm. Ich habe Einhandwaffe, ist das? Ah, okay. Ja, gut, also kommt der weg. Den wollte ich ja noch mal gucken, ob ich den anders equippen kann. So, den habe ich schon geschrottet. Schrott, Schrott, Schrott. Oh, alles Schrott, alles Schrott, alles Schrott. Da habe ich eine Rüstung, brauche kein Schwein. Ringe, Schrott. Blau, alles blau. Alles blau, alles das oh, ist nicht schlecht. Das sieht gut aus. Ein Gürtel. Gürtel des Ordnungshüters. Der hat Intelligenz. Der hat Vitalität. Der hat Leben pro Sekunde, Leben pro Treffer, 12 Gold, 25 und 40 Erfahrung pro getöteten Gegner. Ich fasse es nicht. Ja, das ist doch dein neuer. Das der Gürtel des Ordnungshüters. Es ist einfach nur aufgerüstet. Ja, aufgerüstet, ne? Der andere war ja auch schon einer dieser Art. Ist einfach nur eine Stufe besser. So, habe ich irgendwie neue Fertigkeiten? Nee, ich bin noch nicht wieder. Ich bin noch 30. Ich verkaufe mal. Ich schrotte mal hier. Weil ich habe nichts Gelbes Neues gefunden. Hier ist schon Schrott. Reingucken. 115 Stärke, das spricht ja schon mal für mich. Zwei Punkte habe ich nicht mehr. Okay, das sieht die Abklingzeit von Fähigkeiten. Oh, zwei maximal. Kannst du deutlich sprechen? Ich verstehe dich nicht. Also. Oh, deins ist zu verstehen. Das ist ganz so redet er. Was überlegst du? Also, der hat einen höheren Rüstwert. Ich habe eine höhere Stärke durch das neue Schild hier. Weißt du, was ich mache? Ich nehme das nicht, aber ich habe dann Sockel. Ich habe mal was reinsockeln. Das habe ich noch nie gemacht. Was reinsockeln? Ja, in mein jetziges Schild, ja. Hätte ich mir gerne mal was reingesockelt. Das müssen wir gleich mal zeigen, wie das geht, weil das habe ich noch nie gemacht. So, jetzt machen wir den ganzen Scheiß. Nee, lohnt nicht. Was, nutze ich diese Sockel? Doch, also bei meiner Waffe allerdings nicht, weil ich habe tatsächlich eine Waffe und wenn ich da einen Sockel reinsetze, kriege ich trotzdem keine Intelligenz, weil Intelligenz gibt es anscheinend nicht in Waffen rein. Aha. Hat er mir gerade gesagt also, gehabt. Ich mache das beim Schmied hier, ne? Ja, nein, nicht beim Schmied. Nein, Sockeln tust du bei dem, wo du die Sockel-Smaragde reinpacken kannst. Weil ich noch das noch nie gemacht habe. Ein weiter, ja, da kannst du es auch machen, gut. Jetzt gehst du auf Sockel. Oh, halt, nee, nee, nee. Bevor ich das mache... Repariere ich. Mann, muss der Zoo sich gerade jetzt hier reanimieren? Habe ich mich erschrocken. So, wie geht das hier? So, jetzt gehst du auf Sockel. Sockel, ja. So, und jetzt steht da zum Beispiel, bei Waffe würdest du jetzt Schaden gegen Elite-Gegner erhöhen. Bei einem Kopfschutz, wenn das einen Sockel hat, würdest du die Abklingzeit reduzieren. Oh. Wenn du was Sonstiges hast, also was nicht Kopfschutz oder Waffe ist, würdest du den Widerstand gegen alle Schadensarten erhöhen. Und das pro Art, das ist Topaz, Rubin, Diamant und so weiter. Und jetzt musst du gucken, welches Teil willst du denn überhaupt sockeln? Ich will meinen Schild sockeln. Schild ist also keine Waffe und kein Kopfschutz, also Sonstiges. Du brauchst nur unten gucken bei Sonstiges. Jetzt habe ich vier verschiedene Möglichkeiten, was da reinzupacken. Widerstand gegen Schadensarten erhöhen, Stärke erhöhen, Intelligenz erhöhen, Geschicklichkeit. Wenn das rot ist. Genau. Jetzt musst du mal gucken, was du da hast. Oh Gott. Einen fehlerhaften Stop. Jetzt würde ich zurückgehen und auf... Achso, du bist bei Kombinieren. Okay, dann kannst du kombinieren, gucken, hast du mehrere davon, dann kannst du die in die nächste höhere Stufe bringen. Wie sind das, was ich da habe? Da fehlen dir dann Sachen, das heißt, du könntest den nur nehmen. Und dann müsstest du jetzt versuchen, das zu sockeln. Das heißt, geh mal eben auf Sockel, einen weiter, geh jetzt auf den, klick nochmal an. Ja. So, jetzt sagt er dir, plus 14 Stärke würdest du das kriegen. Das ist also auch schon klar, dass er das macht. Und da würdest du plus 18, genau, beim normalen Rubin plus 14 Stärke gibt er dir zusätzlich, maximal. Wenn es eine Waffe wäre, wäre für 9 Schaden. 14 ist ja nicht viel. Also ich hätte da schon Sachen, die ging ja schon 100 irgendwas. Ja, die Frage ist, was hast du, wenn du da schon Stärke hast, können dir plus 14 ja schon was geben. Aber es ist halt nur ein Rubin. Hättest du höhere... warte mal, ich guck mal, habe ich was? Liegt das an den Dingern, die ich einsammle, oder liegt das daran, wie gut der Schmied ist?
die Sachen, die du einsammelst, die musst du möglichst, wenn du jetzt mehr Rubine hättest, kannst du die in die nächsthöhere Ebene bringen. Ich guck mal eben, ob ich... Wo sind die denn da? Er hat hier 7 fehlerhafte Rubine. Aber du willst Rubine haben, hast du gesagt, ne? Kannst du dir fallen lassen, oder? Natürlich, warum nicht? Aber ich habe auch nichts Tolles gerade. Ich habe auch keine guten. Und die kann ich... Ich kann nur fehlerhafte Rubine kombinieren. Also die hier... Ja, du kannst eigentlich alles kombinieren, wenn du... Ach so, guck mal. Also ich könnte schon das machen, wenn ich genug davon hätte. Aber du siehst, da fehlen mir noch ein paar. Ah ja. Du bist da schon ein bisschen weiter, glaube ich. Ja. Das kostet halt ohne Ende Kohle. Ja, das haben wir auch. Also du hast ja 2 Milliarden. Gut, okay. Nee, dann habe ich das mal gesehen. Jetzt habe ich es leider mal verkauft. Vergiss es. Warte. Ach, scheiße. Was ist da? Wie gehe ich jetzt in meine Pause? So, den kann ich dir jetzt geben, der wird 42 Stärke. Den könnte ich dir mal geben, wenn du den da einbaust, sonst nicht. Ich habe jetzt eine 82er Stärke, die das Ding so schon. Ja, dann wird 42 da oben drauf, sind 100, was war das, habe ich vergessen, irgendwas 20, 124. Willst du den haben oder nicht? Ich würde ihn dir schenken, so ein netter bin ich. Lohnt es sich? Weiß ich nicht. Ich vermute, ich kriege das ständig vorgehalten. Ja, schmeiß rüber, wir müssen es einmal ausprobieren, oder? Klonk. Ja, ist aufgenommen? Nein, eigentlich da. Ist die genau bei dem Typen? Pause? Gleich. Ja, er muss eben einmal sockeln. So, jetzt sockel ich. Mhm. Was ist das denn? Sockeln. Er packt jetzt einen Rubin in sein Schild und hofft, dass er damit stärker wird. Ist das nicht toll? Das will ich hoffen. Ist das nicht sicher, dass es so ist? Doch, natürlich. Also. Steht da doch. Plus 42 Stärke. Okay. Sonstiges. Steht da doch. Er hofft. Kannst du auch mal Ring reinpacken? Ja, aber die... Nein, es geht so. Also er hofft es zwar, er glaubt einfach nicht, dass es geht. Zack. Okay. Und wenn du jetzt auf dein Schild gehst... Das Eckige muss ins Runde. Yay. Yeah. Ja, weg. Das Eck. So, ach, das gibt's wirklich, den Spruch. Ja. Jetzt gehe ich auf mein... Natürlich gibt's den wirklich. Jetzt geht auf den... Und da steht jetzt was Gutes. 124 Stärke steht oben. Krasser Scheiß. In so ein altes Schild von mir. Ne? Ja, und wenn du jetzt, du kannst es wieder entsockeln, dann behältst du diesen geilen Rubin, also, aber der Schild ist kaputt. Okay. Glaube ich. Also zumindest war es im normalen Spiel so. Ich habe es bei dem jetzt, glaube ich, noch gar nicht gemacht mit entsockeln. Das ist alles wieder kaputt. Ja. Na gut. Ist was. Ich glaube, das war's. Machen wir so. Uah. Bei mir, glaube ich, ist immer leicht. Immer gleich scheiße, ja. Das ist aber wieder charmant, wenn du... Na, er ist eine Frau. Guck dir den da mal an. Na. Das ist doch so ein voll der Kerl mit dem Brustpanzer. Das ist ein... Der hat sich da was draufgeklebt. Voll der fiese Möp da. Das ist doch keine Frau. Sehr große Muskeln. Ich sehe auch keine Muskeln. Er ist verborgen. Egal. Also. Ich sehe eigentlich nur, weil der Tussi da nur ein riesengroßes Schild. Abos für Tussis gibt's hier. Toll, und alle Abos für Tussis gibt's dort. Toll. Ciao. What?